Hi Leute, hier ist wieder Kavo und in dem heutigen Video zeige ich euch einfach mal ein paar verschiedene Miniaturen und deren Größe. Ich habe leider natürlich nicht alle Fraktionen hier, aber schon einige. Viel Spaß! Ja, fangen wir doch einfach mal mit diesem Grotz an. Der ist natürlich noch nicht fertig, das sieht man, aber ja, ein Grotz. Schönes Modell. Daneben haben wir einen Drukhari, einen Dunkelelfen der Zukunft. Steht allerdings nicht auf so einem Podest, sonst wäre die noch ein bisschen größer, die Dame. Dann haben wir einen Tau. Daneben einen Tau, ich sag mal Geistkampfanzug, so nenne ich ihn. Ja, man kann das jetzt nicht so gut sehen. Daneben haben wir einen Ork. Daneben haben wir noch einen, einen Poxwalker. Daneben haben wir einen Ork, ja, ich sag mal so ein kleiner Boss. Daneben haben wir einen Primaris Space Marine. Ja, das sind die Größen. Man kann ja mal das nebeneinander stellen. Ja. Und das wäre ungefähr die Größe von einem Kind. Das ist ungefähr, nee, das ist eigentlich falsch. Das ist eigentlich so ungefähr die Größe von einem normalen Menschen. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Poxwalker so riesig sind. Denn normalerweise sind es ja normale Menschen und die sind, finde ich, ein bisschen groß für normale Menschen, obwohl das passt eigentlich. Ja doch, das nehme ich zurück. Das kann man machen. Ja, von der Größe von einem normalen Space Marine, in diesem Fall jetzt ein Black Marine, gehen wir mal zu einem Gravis Captain, also einem Captain in Gravis Rüstung. Dann kommen wir mal zu einer, ich weiß gar nicht, Wrecking Drone oder wie die heißt, zu einer Drohne der Tau. Zu einem weiteren dicken, fetten Ork. Dann noch zu so einem schönen Schredder-Ding. Da sitzt dann auch so ein kleiner Goblin drin. Das ist ganz witzig. Also, er tut's nicht, aber geschichtlich gesehen würde da ein Goblin drin sitzen. Ja, da haben wir schon mal ein bisschen größere Modelle. Und natürlich der dicke, fette Dreadnought, der neue. Ja, wenn man das jetzt mal vergleicht. Das ist dann schon böse, wenn der dir damit eine reinhaut. Vor allen Dingen, wenn du menschlich gesehen so groß bist. Ja, man hat es also, wie man das hier sieht, nicht leicht in dem Universum. Ich sag mal, für uns Menschen könnte ein Grotz ja schon gefährlich sein. Und dann stellt euch mal vor, dass, so ein Ding hinter euch steht, ne? Das könnte unangenehm sein. Oder so ein Ding. Ja, aber gegen solche dicken, fetten Orks ist auch ein Kraut gewachsen. Ein Primarch. Robot Golobot. Ja, wenn man jetzt mal vorstellt, man steht hier so. Er ist groß gewachsen. Gibt natürlich größere, aber das sind Faker. Das ist der einzig wahre. Küsschen, Glimmen. Ja, ich hoffe, dieses kleine und kurze Video hat euch ein bisschen gefallen. So kann man mal ein paar Einheiten sehen, sieht man ein bisschen, was gibt es da so für eine Auswahl. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Necrons gehabt, ich habe jetzt auch keine Tyranniden gezeigt und so weiter und so fort. Da gibt es noch einiges. Es gibt natürlich noch größere Einheiten, wie zum Beispiel einen Titan. Also, ja, aber ich denke mal, für den Anfang waren das schon mal ein paar schöne Modelle, die euch gezeigt haben, wie abwechslungsreich Warhammer 40k ist. Also, macht's gut, euer Kavo. Tschüss.